Die folgende Geschichte ist eine E-Mail von Frankie, der ersten Person, die auf Entity 303 gestoßen ist, die angeblich an Speed gehen sollte, die erste Person, die jemals über 303 gesprochen hat. Frankies E-Mail wurde inzwischen gelöscht. Versanddatum der E-Mail: 11. Dezember 2013. E-Mail: frankietheminer2001@yahoo.com. Betreff: Information zu Entity 303. Nachricht: Hallo Speed, mein Name ist Frankie. Ich bin ein großer Fan von Minecraft und spiele es jetzt seit etwa 2 Jahren. Jeden Tag nach der Schule spielten ich und mein Freund John immer auf seinem privaten Server. Er war ein bisschen ein Noob in Minecraft, aber da er ziemlich reich war, beschloss er, einen privaten Server zu kaufen, damit wir zusammen mit meinen Freunden Vincent und Brady Multiplayer Survival spielen konnten. Eines Tages saßen wir alle in einem Gruppen-Skype-Chat und arbeiteten an einer riesigen Survival-Stadt, die wir mindestens 8 Monate lang aufgebaut hatten. Wir waren wirklich stolz darauf, wie es geworden ist. Sie lag in der Wüste, also nannten wir unsere Stadt passend Dry Bones. Während wir alle Vorräte holen gingen, um das Hotel, an dem wir arbeiteten, fertigzustellen, bemerkte John plötzlich etwas Seltsames. Die einzigen Plugins, die wir auf dem Server hatten, waren Essentials, zusammen mit einem Plugin namens Social Spy, das Brady gefunden hatte. Dank Social Spy bemerkten wir, dass jemand namens player.number303 den Befehl /stop verwendet hat. Jetzt leidet John unter großer Angst. Ich kenne ihn seit der Vorschule, er war schon immer ein sehr unsicherer Mensch. Als er also sah, dass ein nicht existierender Spieler versuchte, den Server runterzufahren, dachte er sofort, dass es sich um einen Hacker handelte. Zuerst dachte ich, es sei nur ein Fehler oder sowas und er wäre paranoid, aber ich erinnerte mich daran, dass dies ein privater Server war. Ich habe die Plugins für ihn eingerichtet und so, und ich habe seinen Server auf der Whitelist gehalten, da er nicht wusste wie. Niemand außer uns konnte beitreten. Ich überprüfte die Systemsteuerung des Servers und es zeigte, dass wir die einzigen auf dem Server waren. Ich war etwas verwirrt. Wir beschlossen, alles einfach zu ignorieren und mit unserer Survival-Welt fortzufahren. Es ist ungefähr 20 Minuten her und ich gehe mit Vincent zum nächsten Wald, um Holz zu holen, der eigentlich überhaupt nicht sehr nah war. Plötzlich sehen wir in der Ferne der Wüste eine weiße Gestalt. Es schien das Modell einer Art Geisterfigur zu sein, mit etwas, das ich kaum als rote Augen ausmachen konnte. Ich machte schnell einen Screenshot und rannte hinterher. Aus irgendeinem Grund stand Vincent Spieler einfach still. Ich nehme an, es ist nur eine Verzögerung, aber er spricht nicht einmal über den Skype-Anruf. Ich checke Skype und frage, ob er noch online ist. Keine Antwort. Er ist nicht mal beim Skype-Anruf dabei. Inzwischen ignoriert uns Brady einfach und konzentriert sich auf das Hotel und John flippt aus. Ich kann das Zittern seiner Stimme hören. Wie auch immer, ich öffne Minecraft erneut, um zu sehen, dass die weiße Figur verschwunden ist und Vincent die Verbindung zum Server getrennt hat. Ich versuche ihn auf meinem Handy anzurufen, aber keine Antwort. Es geht direkt zur Voicemail. Ich versuche ihm eine SMS zu schreiben, aber die Texte kommen nicht an. John macht sich Sorgen, bis zu dem Punkt, in dem es sich anhört, als würde er gleich weinen. Brady hört uns nicht einmal zu, er ist der Situation überhaupt nicht bewusst. Endlich bekomme ich seine Aufmerksamkeit und er erkennt endlich, wie eigenartig dieses Problem ist. Er tippt sich zu mir und hilft mir bei der Suche nach der weißen Figur. Jetzt weint John hysterisch und denkt, dass der Hacker Vincent in Real Life getötet haben könnte. Plötzlich fängt mein Bildschirm an zu ruckeln. Es ist nicht normal, dass Minecraft so abstürzt. Es sah aus, als wäre es beschädigt oder so. Als wäre das nicht schlimm genug, beginnt der Chat zu spammen. Objekt erfolgreich beschworen von player.number303. Ich schaue auf den Skype-Chat und stelle fest, dass sich jemand dem Anruf angeschlossen hat. Es hat weder einen Benutzernamen, noch haben wir eine Benachrichtigung darüber erhalten, dass jemand zum Anruf hinzugefügt wurde. John sieht nur zu, wie das alles passiert. Seine Stimme zittert und ich kann ihn schniefen hören. Ehrlich gesagt fing ich an, selbst ein wenig auszuflippen. Brady schien den Anruf zu verlassen und die Verbindung zum Server zu trennen, möglicherweise aus Langeweile. Ich versuche, John zu beruhigen, aber wiederholt einfach nur: Ich halte das nicht mehr aus. Das ist zu viel für mich. Der anonyme Skype-Anrufer schaltet schließlich die Facecam ein. Es ist zu dunkel, um etwas zu sehen. John wird zu überwältigt und verlässt den Anruf und den Server. Ich mache ihm keinen Vorwurf. Wenn er länger bleiben würde, würde er wahrscheinlich einen Nervenzusammenbruch erleiden. Nur ich und dieser anonyme Spieler. Ich frage, ob jemand da ist. Ich höre eine schwache Stimme, die so etwas wie "Make a wish" sagt.
zwar schwach, aber es klang wie ein Stimmenwechsel. Ich beschließe, Minecraft einzuschalten, um zu sehen, ob der Spieler noch da ist. Der Chat spammt mit File Overload in rotem Text, zusammen mit Make-A-Wish in grauem Text. Ich werde plötzlich von einem Trank der Blindheit getroffen. Dann verliere ich meine Bewegungsfähigkeit. Ich kann nicht einmal meinen Computer ausschalten oder Minecraft verlassen. Dieser Spieler läuft dann auf mich zu. Es schien eine gespenstische Haut zu haben, mit roten Augen und einem weißen Parker. Der Chat sagt dann noch etwas. Wünsch dir was. Verabschiede dich von deinem Freund. Der Skype-Anruf wird unterbrochen und beendet sich irgendwie von selbst. Und der Spieler rennt auf mich zu und schlägt mich. Aus irgendeinem Grund macht er dieses Uff-Geräusch, das früher in der Beta existierte. Mein Computer schaltet sich dann aus. Ich versuche es einzuschalten, aber ohne Erfolg. Ich versuche mein Telefon zu benutzen, aber das Internet ist ausgefallen. Ich warte ungefähr 3 Stunden, bevor ich meinen Computer einschalte. Das Desktop-Hintergrundbild wurde auf grüne Codierung geändert, wahrscheinlich Hex. Dann stelle ich fest, dass buchstäblich alles außer dem Papierkopf von meinem PC gelöscht wurde. Ich schalte meinen Computer aus und benutze meinen Laptop. Ich versuche John anzurufen, aber er antwortet nicht. Dasselbe gilt für Brady und Vincent. Ich beschließe einfach ins Bett zu gehen und am nächsten Tag zur Schule zu gehen, um am nächsten Tag mit John und den anderen zu sprechen. Am nächsten Morgen gehe ich zur Schule und Brady ist der Einzige, der auftaucht. Er sagt, dass die Eltern von Vincent und John seine Eltern angerufen und gefragt haben, ob John oder Vincent bei ihm zu Hause sind. Offenbar sind sie verschwunden. Es gab keine Spur von ihnen. Und die Polizei kam zu ihren Häusern und überprüfte, ob sie irgendwelche Hinweise auf ihren Aufenthaltsort hatten, aber es gab keine Ergebnisse. Ich beschließe, die Schule zu schwänzen und zu Johns Haus zu gehen, um zu sehen, ob er da ist. Ich sehe seine Mutter auf der Treppe sitzen und weinen. Ich frage, ob es ihr gut geht, und sie sagt, dass John offenbar Selbstmord begangen hat. Nicht im Haus, höchstwahrscheinlich ist er rausgeschlichen, um sein Leben zu retten. Sie gab mir ein Stück Papier, von dem sie behauptete, es sei auf Johns Computertisch liegen geblieben. Ich habe die Notiz sorgfältig gelesen. Ich kann das nicht mehr ertragen. Ich kann nicht schlafen. Ich fürchte, er beobachtet mich. Ich kann nicht so leben, wenn ich weiß, dass jemand hinter mir her ist und will, dass ich einen langsamen, schmerzhaften Tod sterbe. Es tut mir leid, Mama. Ich liebe dich. Ich fing ein bisschen an zu weinen, als ich diese letzten paar Worte las. Ich überprüfte die Rückseite des Papiers und an der Ecke stand ein sehr kleiner Text, dieser vertraute Satz. Make a wish. Nachdem ich etwa 20 Minuten lang Johns Mutter getröstet habe, gehe ich, um nach Vincent zu sehen. Das Auto seines Vaters steht in der Einfahrt, aber niemand ist zu Hause, nicht einmal sein Vater. Ich schleiche mich ins Haus und was sehe ich im Badezimmer? Auf dem Spiegel stehen mit rotem Filzstift die Worte Make a wish. Da wurde mir klar, dass es nicht nur Zufälle waren. Dies war ein ernstes Problem. Nicht nur irgendein Hacker, sondern jemand, der seine Opfer mental quält und sie zum Verschwinden bringt. Wenn du diese E-Mail erhältst, Speed, und wenn du jemals wieder auf 303 stößt, möchte ich, dass du Minecraft schnell schließt und deinen Computer herunterfährst. Ich möchte nicht, dass du wie Vincent oder John endest. Bitte sei vorsichtig. Wenn ich weitere Informationen bekommen sollte, melde ich mich wieder bei dir. Viel Glück.